Also wir haben eigentlich das große Glück gehabt. Wir haben ein altes, wunderbares Haus gefunden mit einem wunderbaren Grundstück dazu und sind da natürlich vor der Frage gestanden. Wir wussten, wir müssen es umbauen, umgestalten, hatten keine Ahnung, wie wir das angehen sollen. Und dann sind wir vor der Frage gestanden, wie können wir das jetzt machen, mit wem realisieren wir das? Und da war irgendwie der berühmte Zufall, wenn es sowas gibt am Werk. Und wir haben einen Kollegen gefragt, mit wem denn er gebaut hat. Dieser Kollege sagt dann zu mir: Du, ich habe da jemanden, ich denke, da passt die Chemie. Eigentlich gleich schon vom ersten Telefonat an war da irgendwas, wo man so sagen kann, man hat den Eindruck von einer gemeinsamen Wellenlänge. Und haben dann eigentlich, muss ich jetzt sagen, nach 5 Minuten den Eindruck gewonnen, als ob wir uns schon längere Zeit kennen würden. Und das war auch ganz faszinierend, wie dann die Themen zur Sprache gekommen sind, wo ich mir nie gedacht hätte, dass man das beim Bauen eigentlich plötzlich mit einem, kann man sagen, wildfremden Menschen zu behandeln beginnt. Auf einmal ist es auch um ganz interessante Dinge gegangen, wo eben im Haus bestimmte gute Plätze sind. Also nicht nur jetzt fernab der normalen Bauplanung sind wir auf einmal vorgestoßen in interessante geomantische Betrachtungsweisen. Für mich als Planer war das ein besonders schönes Projekt, vor allem auch deshalb, weil die Bauherren so offen waren für meine ganzheitliche Planung. Es hat angefangen mit dem, dass wir beim Haus eine radiästhetische Untersuchung gemacht haben und natürlich auch die geomantischen Aspekte berücksichtigt haben. Das Ganze hat sich dann eigentlich so ergeben, dass es aus irgendwelchen Gründen sehr rasch gegangen ist. Der Fluss ist sehr schnell in Gang gekommen und war dann total verblüfft, wie schnell das geht und wie sehr die Planung unserem Geschmack und unserem Empfinden entsprochen hat. Und das war mir schon sehr einnehmend. Wir hatten dann zwei Pläne. Welchen der Pläne sollten wir jetzt verwirklichen? Die Entscheidung war auch rasch getroffen. Und wo wir eigentlich dann sehr fasziniert haben, wir haben den Herrn Ingenieur Schweier auch darum gebeten, dass er für uns auch die Organisation und Bauleitung übernimmt. Innerhalb kürzester Zeit ist es dann zum Baubeginn gekommen. Man kann nur so sagen, der ganze Bau ist dann total im Fluss verlaufen. Es hat überhaupt keine Probleme gegeben. Das Ganze ist wie von Zauberhand dahin geflossen. Also wenn ich das Ganze so zusammenfassen kann, sollte, ich weiß nicht, gibt es den Ausdruck vielleicht schon, würde ich sagen, dass es sich hier um eine wirkliche ganzheitliche Baubetreuung handelt. Und wie würdest du unsere Bauerlebnisse schildern? Ja, wie gesagt, für mich war die rasche Abwicklung, die Effizienz unheimlich beeindruckend. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass man so viele verschiedene Berufssparten unter ein Dach bringen kann. Es waren teilweise 10, 15 Leute hier am Werken. Es ist völlig problemlos abgelaufen. Der Ingenieur Schweier hat sich wirklich mit einer Vehemenz eingesetzt für unseren Bau, war ständig vor Ort, hat alles koordiniert, sodass es für uns also wirklich ein leichtes war, Bauherr zu sein. Besonders schön ist natürlich auch, wenn die Bauherren das Gesamtkonzept mittragen. Und so kamen sehr schöne Details auch noch am Rande von der Haustechnik dazu. So gab es eine eigene Quellfassung für das Trinkwasser. Es gibt eine biologische Kläranlage für die Schmutzwässer. Es gibt eine Solaranlage für die Warmwassererzeugung am Dach. Und ein Pelletsofen sorgt für die Zentralheizung, wo auch Stückholz, das im eigenen Wald anfällt, geheizt werden kann. Zwei Kaminöfen, eine im Wohnzimmer, der auch den Essbereich vom Wohnbereich gliedert, und ein alter historischer Gusseisenofen im Arbeitszimmer sorgen für die Behaglichkeit und Wärme. Damit ist eigentlich bis auf die Stromversorgung fast eine Autarkie gegeben. Ja, die Herausforderung und für uns eigentlich schon fast ein bisschen das Unvorstellbare, dass man aus diesem alten, wunderbaren Steinhaus, also die Steine und die schönen Steinwände, die haben wir ja selber auch erkannt. Dazu hat unser Blick auch gereicht. Aber dass wir da mit dabei diese baufällige Tenne, wie man das wirklich wunderbar und schön gestalten und wirklich wiederbeleben, also revitalisieren kann. Das war die Herausforderung. Und allein schon bei den erstmaligen Treffen hat sich das gezeigt, dass man das also in einer wunderbaren Weise lösen kann. Und wir waren total begeistert.
Und der Herr Ingenieur Schweier hat das innerhalb kürzester Zeit uns gezeigt, dass sich das auch realisieren lässt. Und wenn wir uns das heute anschauen, muss ich sagen, es ist schöner als am Plan, obwohl es genau die Pläne sind, die verwirklicht worden sind. Die Endausführung dieses Hauses ist für mich derartig beeindruckend, dass ich heute noch immer wieder abends hier sitze und mich wundere, wie schön es geworden ist und ich keine Vorstellung hatte, wie das werden kann. Wir kriegen auch immer wieder die Bestätigung von unseren Freunden und auch von der Familie, dass es ein derartig heimeliges Haus geworden ist und sozusagen unser Haus um uns herum gebaut worden ist, obwohl wir ganz, ganz großen Wert darauf gelegt haben, der alten Bausubstanz nicht weh zu tun, sondern eben die alten Steinmauern in ihrer Schönheit zu unterstützen und eben in den Wohnraum zu integrieren. Ja, vor allem ist es auch genau uns so entgegengekommen, weil wir immer einen großen Raum haben wollten, einen richtig schönen großen Wohnraum, in dem man sich bewegen kann, in dem man das Gefühl von Freiheit und zugleich Geborgenheit hat. Und ich glaube, die Umsetzung, die spricht dafür, das ist gelungen. Ja, die Revitalisierung dieses alten Bauernhauses war eine besonders schöne Aufgabe für mich als Planer auch. Es ist ein wunderbares altes Bauernhaus, wo der Wohntrakt das mit Sichtsteinmauerwerk ist und angebaut, getrennt davon, die alte Tenne mit Steinpfeilern und Holzausfachungen. Dadurch, dass der alte Wohntrakt ein halbes Geschoss niedriger ist als die Tenne, geben sich zwei verschiedene Stiegenläufe, nämlich der vom ehemaligen Wohnhaus hinauf in die Tenne, beziehungsweise dann wieder zurück durch die alte Steinwand in den Schlaftrakt im alten Wohnhaus. Das ist ein sehr spannender Übergang, der sich räumlich, der sehr interessant ist in der Verbindung. Die große Herausforderung war dann natürlich die Adaptierung der Tenne. Es musste das ganze Dachtragwerk statisch ertüchtigt werden. Die alten Bretterverschalungen wurden ersetzt durch gut gedämmte Riegelwände, die Niedrigenergiehausstandard entsprechen. Und natürlich auch wurde für genügend Licht gesorgt mit entsprechend großen Öffnungen. Besonders schön an diesem Raum ist, dass der ehemalige Innenraum der Tenne auch jetzt noch so wirkt. Das heißt, wir haben in der Mitte 5,50 Meter Raumhöhe. Ein Teil des Dachtragwerkes konnte herausgeschnitten werden, um diese Luftigkeit des Raumes noch einmal zu erhöhen. Besonders schön ist auch, dass wir die alten Materialien, die abgebrochen wurden, auch wieder teilweise eingebaut haben. So zum Beispiel sind gehackte Träme, die angefallen sind, zu den Stürzen bei den Durchbrüchen bei dem Natursteinmauerwerk zum Einsatz gekommen. Alte Dielen in der Tenne wurden vom Tischler zu Fensterbänken verarbeitet und wieder eingesetzt. Selbst das vom Vorbesitzer gar nicht einmal so alte südseitig vorgebaute Dach, das abgebrochen wurde, wurde wiederverwendet. Aus dem ist dann das Carport entstanden und die Glasplatten, die im Dach eingebaut waren, bilden die Wandausfachungen. Es hat gleich damit begonnen, dass wir dann, also ist die Frage aufgeworfen worden, womit bauen wir? Und da sind uns gleich einmal Baustoffe vorgestellt worden, von denen wir zwar auch einmal gehört haben, aber wo wir uns nie vorstellen konnten, dass wir auch damit einmal arbeiten. Und die haben uns einmal gleich fasziniert, vor allem deshalb, weil sie schon allein im Rahmen der Vorstellung einen sehr hochwertigen und also baubiologisch hochwertigen Eindruck gemacht haben und uns auch versprochen wurde, dass das Raumklima ganz außergewöhnlich sein wird. Und wir können das bestätigen, das ist es auch geworden, dass man sich ja einfach wohlfühlt und dass man einem ganz bestimmten Klima unter Anführungszeichen ausgesetzt ist. Eine besondere Aufgabenstellung war für mich auch, dass wir bei diesem Bauvorhaben konsequent ökologische Baustoffe verwendet haben. Das fängt an bei der Dämmung der Wände und Dachschrägen. Hier wurde Stopfhanf verwendet und Holzweichfaserplatten. Die Innenputze sind durchwegs mit Lehmputz erfolgt und bei den Außenfassaden kam Lärchenholz für die Verschalung zur Anwendung. Die Dachdeckung erfolgte mit Tondachziegeln. Besonders hervorheben möchte ich auch die Innendämmung, die spezielle für die alten Massivsteinwände, die natürlich einen sehr schlechten U-Wert hatten. Auch die wurden mit Holzweichfaserplatten innen und einem Lehmputz versehen.
Ja, abgerundet wurde das Ganze im Innenausbau auch noch durch den geölten Eichenboden und die Lärchenholzfenster, die den ganzen, den richtigen Rahmen geben. Also prinzipiell, wovor ich einen sehr großen Respekt gehabt habe, war ja dann eigentlich die Durchführung des Baus. Und dann ist für mich eigentlich dieses Wunderbare passiert, dass ich das habe erleben dürfen, wie unkompliziert und rasch das Ganze geht. Die Firmen waren alle da, es hat keine einzige Firma gegeben, die verspätet oder nicht gekommen ist, haben alle Hand in Hand gearbeitet. Es war zwischendurch wirklich, also kann man sagen, sehr viel los da. Und irgendwie im Laufe der Zeit sind wir beide dann immer entspannter geworden und haben gemerkt, es läuft einfach. Und ich finde diese Baubegleitung, die finde ich gigantisch. Du hast uns die Angst genommen vor Dingen, die einfach sein können. Das Ganze ist im Fluss gegangen und das Ganze ist immer vorwärts gegangen. Und es war, muss ich wirklich sagen, so getragen zu werden, in einer sehr intensiven Phase, in so kurzer Zeit so viel weiterzubringen, das ist, finde ich, etwas sehr Großartiges. Habe ich gelobt. Ich habe nur gesagt, wie es ist.